Moin und herzlich willkommen hier zu Satisfactory. Jo, Leute. Ich habe mal wieder Gas gegeben. Nein, nicht bei unserer Kupfergeschichte. Da habe ich mir gedacht, das machen wir mal zusammen. Aber ich habe jetzt ein neues System hier entdeckt. Oder was heißt entdeckt? Gebaut. Hatte ich ja gesagt, dass ich unsere Platten und Stangen und Schraubenproduktion halt ein bisschen verhübschen möchte und möchte auch was ausprobieren. Und ja, das habe ich gemacht. Ich hoppel mal hier runter. Ich habe schon mal ein paar Coupons gezogen, damit ich gleich ein paar hübsche Gimmicks bekomme. Das zeige ich euch hier einmal schnell. Ihr wisst ja, ich zeige euch das für die, die es nicht wissen. Wir haben ja den Schredderer, der erzeugt Coupons und ja, mit dem Awesome Shop können wir ja Dinge tun. Das hatte ich euch ja schon gezeigt. Transportdinger habe ich ja freigeschaltet, hatte ich gesagt. Sprich, dieses Gel-Landepad und die Sprungfläche. Die habe ich aber noch nicht eingebaut, da habe ich noch nichts mitgemacht. So, gehen wir mal hier. Wände. Ich habe Türen, ich habe... Das sind keine Fenster, das sind diese Durchführungen für Förderbänder und so. Das haben wir neu. Hier haben wir nichts. Hier haben wir, wie gesagt, die Gel-Dinger. Da ist auch nichts Neues. Hier habe ich Wandhalterung für Förderbänder. Finde ich sehr gut. Und so Fundament-Durchführungsdinger. Sieht ein bisschen realistischer aus, also, wenn man es so möchte. Strom haben wir die auch, die habe ich mir auch gegönnt. Wandstromverteiler und ein zweiseitiger Wandstromverteiler. Könnt ihr reinpacken, könnt ihr mit dem Kabel von draußen nach innen reingehen, dass es hübsch aussieht. Also mehr ist das auch nicht. So, Fabrik ist klar, da haben wir auch nichts Neues. Und hier ist das MEM, das hatten wir auch nicht. Da möchte ich mit euch heute auch reingehen. Das werden wir uns auch angucken. Da gibt es ja auch Dinge. So. Genau, da ist unsere Stromfabrik und ihr seht schon, das ist hier hoch, aber tatsächlich nicht so hoch, wie ich es möchte. Hier, die Türme habe ich immer noch als Verbindungstürme, als zum Raufklettern etc. Ich zeige euch mal am besten einmal von hier oben den Aufbau. Ist noch ein bisschen dunkel, ich hoffe, wir kriegen hier irgendwann nochmal Licht. So, hier oben ist unsere Schraubenproduktion. Und ich habe jetzt die Halle ein bisschen größer gewählt. Ich hoffe, dass das auch reicht. Und war auch tatsächlich gut. Und diese Schraubenproduktion sollte eigentlich zu 100% laufen. Ab und zu stockt es hier, weil ich noch nicht so viel Material hatte, alles auf MK2-Förderbänder zu bauen. Aber in der Regel, ja, wir sind nur bei 75%. Warum? Eigentlich müsste es laufen. Ich weiß es nicht genau. Bin ich noch ein bisschen überfragt, weil eigentlich hier sogar nur 4%. Was mache ich falsch? Das verstehe ich nicht. Aber ich zeige euch mal den Aufbau. Also, im Grunde habe ich es immer so gemacht, das ist ja eine Halle. Hier die Seite, wir gehen mal hier durch die wunderschöne Tür, habe ich immer so gemacht, die ist geschlossen. Das ist die Tür für, hier sieht es schön leer aus, schön aufgeräumt. Das ist immer das, was raustransportiert wird. Also in dem Fall Schrauben. So, die andere Seite ist die Materialzulieferung, sprich Erze. Ist im Grunde genommen so aufgebaut, ist auch ein geschlossener Raum. Und ihr seht schon, hier sieht die Welt. Hier sieht es auch noch gut aus. Noch schlimmer. So, das haben wir hier. Irgendwo hakt es, Leute. Da müssen wir nochmal gucken. Und hier, das sind diese Durchführungen. Ja, schaut mal, was ich sagte. Kann ich das Licht an? Ich lasse mal was machen. So, das läuft denn hier hoch. Das sind die Wandhalterungen. Und dann kommt hier alles ein bisschen versteckt, die Durchführung. Geht dann alles durch diese Löcher. So, jetzt lasst mich nochmal gucken. Wir haben hier doch 60 kommt rein. Wir haben Schmelzen 30, 30 aufgeteilt. So wie ich es immer mache. So, nein. Ich kletter hier mal rauf, da können wir es besser sehen. Guck mal, und hier sind diese ganzen Wandteile. Na? So, also 30-30 geht durch, die 60 werden aufgesplittet, 30-30 geht durch, das ist in Ordnung. Jetzt habe ich hier ein Förderband, 15 die Minute. A2 Stück. A2 Stück, 30, also 30, 30 hier rein. Ich habe das doch gesplittet, ne? Ja, natürlich, sonst wird es ja nicht laufen. Genau, 30-30. Dann geht es weiter auf die beiden Förderbänder. Jeweils auch 30-30.
läuft dann auf die Förderbänder. Habe ich dann hier fusioniert, dass wir mit dem vollen 60 wieder durchkommen. Wir kommen mit den 60 wieder durch. Bin ich hier irgendwo rauf da? So, dann komme ich da mit den 60 raus. Splittet sich ja auf, weil wir haben ja hier Stangen pro Minute 10. So, zack. 10 rüber, 10 rüber, 40 weiter. 10 rüber, 10 rüber, 20 weiter, 10 rüber, 10 rüber. Und warum hakt es dann? Oh, ich glaube, ich weiß, warum es hakt. Natürlich hakt es, ist ja klar. Weil ich ja ein Output von 40 habe. Und das schaffen meine Förderbänder natürlich nicht. Das sind nämlich dann 40, 80, 120, 240. Das schafft ja keins meiner Förderbänder. Und die 60er ja schon gar nicht. Und ich glaube, hier habe ich auch alles nur MK1 Förderbänder. Genau. Ja gut, dann ist das natürlich kein Wunder, ne? Dann ist das natürlich kein Wunder, Freunde. Ja, stimmt, das wollte ich auch ändern. So war das. Aber wir sind ja hier bei der Halle. Genau. Das daran hakt, es muss schneller gehen. Es wird nicht schnell genug abtransportiert. Ich könnte jetzt zwar verschiedene, mehrere Förderbänder nehmen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Ah, okay. Also, wir haben so. Und so ist im Grunde genommen die ganze Halle aufgebaut. Ich habe einmal hinten einen langen Raum, der halt anliefert, einen langen Raum, der abliefert. So. Nee, das war hier. Ich bin ein bisschen seitenverkehrt. Und das habe ich jetzt im Grunde genommen, da habe ich dann auch die Türme versteckt drin. Na, hier seht ihr, da kommt man hoch. So, das ist doch der aufgeräumte Part hier. Ich zeige euch mal eben den nicht so aufgeräumten Part. Hier geht das nämlich richtig ab. Hier dürft ihr euch nicht wundern, von unten kommt ein MK2-Band eigentlich hoch. Müsste eigentlich ein MK2 hier sein. Nee, das ist der Splitter. Ja, das ist das MK2-Band. Warum, zeige ich euch gleich. Also so habe ich es aufgebaut. So ist das schön versteckt. Hier verteilen sich die ganzen Sachen. Weil ich hier... Und ich habe da... Entschuldigt, wenn ich solche Sprünge mache. Und ich habe immer versucht, dass ich überall durchlaufen kann. Ich kann hier um die ganze Anlage rumlaufen. Gut, wenn ich jetzt zwischen rein will, muss ich mal hüpfen, ne? So, was haben wir hier eigentlich? Ja, hier ist unsere Stangenproduktion. Die steht, weil wir voll sind. Wir sind in unserem Zentrallager voll. Hier habe ich es tatsächlich kombiniert. Hier müssten... ich habe das sonst jetzt... Also ich habe es hier unten... Ich habe von unten ja nach oben angefangen. Ich habe hier ausprobiert. Ich mache es immer so als Überbrückung mit Liften, Fahrstühlen. Hier, das war meine erste Geschichte. Die habe ich so gebaut... Kann man auch machen. Wir hatten den Platz, hier sollten Stahlplatten durchlaufen, die auch etwas hängen. Aber das läuft tatsächlich. Auch nur zu 38%. Ich kriege es nicht schnell genug weg. Ich schätze, wir sind dann auch voll. Hinten, ja, wir werden voll sein. Aber das ist doch gut. Das wollen wir auch gar nicht... Na, und guck mal, hier habe ich dann solche Verbindungen gemacht. Die gehen dann hoch, gehe hier rüber. Das ist so ein Doppelter, der geht da rein. Geht da raus. Und dann alles verbunden. Und so, und in diesem Prinzip möchte ich gerne alle unsere Fabriken aufbauen. Okay, das muss ich hier natürlich noch ändern. Das wird sich auch noch ändern. So, tüt, tüt. So, hier gehen die Förderbänder rein. Das ist ein MK1, also 60 Stück die Minute. Hier hinten ist das MK1. 2 mit 120 Stück die Minute. Warum? Weil ich ja hatte ja gesagt, ich würde gerne solche Auffangbehälter machen, in Anführungsstrichen. Und dann fiel mir aber ein, ich wollte die eigentlich alle zusammen verbinden, aber das wären dann ja 180. 180 Stück die Minute. Ich habe gar nicht die Förderbänder. Ich muss das einmal aufteilen. Das heißt, der ist separat, geht hier rein in die beiden Behälter. Heißt, wir sind dann bei 60 die Minute. Das kann ich denn
dementsprechend zu versorgen. Und hier hinten die MK1 2 Stück über MK2 Bänder hier rein. Die 120 werden voll abgerufen, gehen dann hier rein mit MK2 Bändern und werden dementsprechend oben verteilt. So, ich habe erst überlegt, wie machst du das? Ist das gut? Schließt du direkt an? Aber ich möchte tatsächlich von den Förderbändern über lange Strecken weg. So, hier haben wir halt, ne, hier sieht es auch schön aufgeräumt aus. Und hier ist unsere große Anliefererhalle. Ja, gut, der Stein hängt jetzt ein bisschen im Weg. Weiß nicht, ob man den nachher immer mal weggesprengt bekommt. Hier, das habe ich erstmal nur so grob gemacht. Das machen wir ja auch noch anders. Wie gesagt, ich will von diesen Förderbändern weg. Da gibt es Möglichkeiten und darum möchte ich gerne, dass dann hier Fahrzeuge ankommen, sich entladen und Materialien dementsprechend hier anliefern. Oder, naja gut, hier brauchen wir es höchstwahrscheinlich nicht so. Was ist das hier eigentlich noch für ein Förderband? Ja, genau. So. Aber so habe ich mir das dann im Großen und Ganzen vorgestellt. So, eine schöne Anlieferungszone. Hier können wir schön Dinge machen. Wir haben immer frei, wir können immer mit irgendwelchen Fahrzeugen durchfahren. Wir verbauen uns nicht. Finde ich sehr gut. So baue ich alle unsere Fabriken auf. Weil das ist schon harter Tobak. Das ist hier schon harter Tobak. Das finde ich, weil wir sind noch am Anfang. Das ist hier, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist total lächerlich. So, da unsere Stangenproduktion mal wieder steht, kann ich den Schredderer ja mal anmachen wieder. So, ich habe hier ein bisschen zum, als, sagt mal schnell, Überschuss. Weil wenn es läuft, warum soll es nicht laufen? So, die Mem hatte ich euch gezeigt, das hatte ich euch gezeigt. Dann habe ich ausnahmsweise mal ohne euch angefangen, Konstrukteure, nein, wie heißen die Dinger? Die hier, Fabrikatoren aufzubauen, weil ich will den nächsten Step hier erreichen. Ich möchte gerne das Ding bestücken und da brauchen wir halt diese 50, wie heißen sie? Ich flitze hier mal eben rum. Intelligente Beschichtung. So, die brauchen wir 50 Stück. Hab das jetzt schon mal in die Wege geleitet, weil, naja gut, so viele haben wir gar nicht mehr. Das wird schnell gehen. Auch hier habe ich leider das Problem, es läuft nicht zu 100%, weil mir leider Gottes die Materialien ausgegangen sind für die Schrauben. Die müssten hier viel schneller gehen, weil ich brauche 60 Stück pro Minute Schrauben für die Produktion der verstärkten Eisenplatten. Und ich brauche 100 Schrauben für die Produktion von die Minute für die Produktion von Rotoren. Das sind dann schon 160. Ich habe aber maximal nur 120 und auch nicht genug Material, um das reinzubringen. So, also habe ich erstmal auch ganz grob alles. Das wird hier, wie gesagt, auch noch geändert. Flitze ich einmal auch noch mal schnell hoch hier mit euch. Hier einfach mal was hingeklöppelt. Ne? Ich ziehe das hier aus den Geschichten ab. Hier, ihr seht schon, hier da sind wir relativ voll. Wir sind relativ voll. Wird das überhaupt, für wird das überhaupt gebraucht? Für die Rotoren. Ja, ja, genau, 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 für die Rotoren. Das reicht von der Transportgeschichte her, aber die Stahlplatten kommen nicht nach. Nein, die Schrauben kommen nicht nach. Genau, die Schrauben blockieren alles. Aber ich möchte jetzt nicht da wieder abgreifen und die Stahlplatten rausziehen. Soll da hier in Ruhe rumfingern, Dinge tun. So viel sind nicht mehr. Sollten wir spätestens in der nächsten Folge schaffen. So, das kurze Übersicht dazu. Wieder ein Haufen Shit. So, weil wir haben jetzt auch alles freigeschaltet. Die Sprunggedünse waren ja unsere... war ja unser letztes. Ich bin frei. Ich muss jetzt... Wir müssen jetzt auf Stufe 2. Und dafür brauchen wir die 50. Dann kommen wir an Kohle, dann kommen wir an Fahrzeuge. Weil wenn ich an Fahrzeuge komme, möchte ich das wegreißen und möchte mit Fahrzeugen arbeiten.
Ob das besser ist, sinniger ist, ich weiß es nicht. Ich meine, es sieht ja schön aus, es läuft. Hier wird ja alles soweit, aber das ist mir zu viel Gewusel. Und wie gesagt, es ist ja erst der Anfang. Es kommt ja noch so viel. Und ich möchte dann lieber überall solche Produktionsblöcke haben. Die stellen wir hin und die mit den Autos verbinden. Da wird auch nicht viel Ackerwatz gemacht. Ich pflasse hier alles mit Dingern still. Ach so, halt, stopp. Ich wollte jetzt noch einmal gucken, ob ich irgendwo einen Coupon herkriege. Kriege ich von dir schon einen? Ne. Vielleicht hinten, denn ich wollte gerne, ich war ja fleißig, hab ja alles auch laufen lassen. Aber auch richtig. Ich habe schon 9 Coupons. Einer fehlt mir noch, dann kriege ich das kleine Auto. Das wollte ich mit euch zusammenholen. Weil das ist hier eine Rennerei hoch 10 im Moment. Dann, was wollte ich sagen? Ach so, nochmal zur Aufnahme. Genau, im Moment komme ich aus dem Spiel nicht weg, raus. Es ist absolutes Suchti-Spiel. Mega gut, ich finde es mega klasse. Ich könnte hier zocken. Das Problem ist, ich meine, ihr seht ja, ne, das ist ja nicht eben in der Stunde aufgebaut. Da kann ich mich denn schon gerne dran aufhalten, aber ich möchte mit euch ja auch gerne ein bisschen mehr machen. Und daher habe ich gesagt, und weil ich auch mehr spielen will und ich nicht so viel vorproduzieren möchte, ich habe jetzt ja schon, boah, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, locker eine Woche schon vorproduziert. Oh, es dauert noch. Gut, dann müssen wir halt noch auf unser Auto warten. Vorproduziert. Und damit ich halt nicht so viel vorproduzieren muss, werdet ihr jetzt erstmal jeden Tag eine Folge bekommen. Zurzeit ist es ja, dass es alle 14 Tage, ja. Alle 2 Wochen ist. Ich habe mich jetzt aber dazu durchgerungen, gesagt, ich mache jetzt alle, dass ihr jeden Tag was bekommt. Und, oh nee, nicht die Lampe. Ich denke, das ist auch cool, dann habt ihr mehr Content. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das angucken oder nicht. Und ich kann hier schön zocken. Ihr könnt euch schön zugucken, weil es ist viel drin. Wie lange ich das mache? Oh, das sieht aber blöd aus jetzt. Weiß ich hier noch nicht. Da lass uns überraschen. Solange wie ich das natürlich zeitlich schaffe. Und so weiter, ne? So, ich werde jetzt... Was fehlt? Beton. Da müssen wir da hinten tatsächlich noch einmal hinlaufen. So, pass auf. Folgender Plan für heute. Zeit rennt ja schon wieder. Für heute und für nächste Folge für morgen. Wir werden hier unsere... Den hau ich weg, sobald ich den Coupon habe. Hier unsere, da sagt man schnell, Kupfergeschichte hinbauen. Hier wird unsere Kupferzentrale hinbauen. Das machen wir schön gemeinschaftlich. Und zwar wird das so ähnlich aussehen wie da. Wir werden hier wieder eine schöne große Durchfahrtsgeschichte machen. Und dementsprechend hochbauen. Weil es wird ja noch mehr auch Kupferdraht und so kommen. Und dann machen wir das so. Hier ist noch eine Höhle, da will ich auch noch mit euch rein, aber das machen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, ich mache einen Cut, hole mal schnell noch ein paar Materialien und dann sehen wir uns gleich wieder hier beim Aufbau. So Leute, ich habe schon mal ein bisschen Fundamente gelegt. Und dann schauen wir mal, machen wir gleich hier weiter. Ich möchte schon gleich, also hier in unserem, das heißt Hauptumfeld klingt jetzt komisch, aber in dem Bereich möchte ich schon alles tatsächlich dicht haben. Da hätte ich schon mal Lust zu. Und ich werde das auch immer in dem, wie nennt sich das, Grid? Oder halt immer in der Ausrichtung des Spiels haben. So. Ich denke, das sollte erst einmal reichen. So, jetzt muss ich nur einmal gucken. Ich lasse das einfach jetzt so durchlaufen. Ja. Wir nehmen hier einfach jetzt mal wieder eine Eckmauer.
Ich habe mir ja noch keine Dings freigeschaltet. So, würde ich sagen, starten wir ruhig mit unserer Anlage hier. Die mache ich 4 hoch. Dann mache ich hier auch nochmal 4 hoch. Okay, das wird dann ja auch... Wir brauchen ja 2. Die brauche ich ja tatsächlich nicht ganz so eng, ganz so groß machen. So. Hier. Naja, werden wir diese Folge nicht mehr schaffen. Alles, aber ich deute das dann. Aber hier unten müssen wir schon mal einmal fertig machen. Ah, dann lasse ich den da hinten offen. So, jetzt muss ich gleich nur mal überlegen, wird uns das reichen? Wird uns das reichen? Von der Breite sollte ein... Wir haben zwei, im Moment 2 Schmelzen oben. Nee. Moment, jetzt bin ich selbst irritiert ein bisschen. Wartet, lass mich mal gleich... Nee, so... So, so, so. Zack, zack, zack. Genau. Wir haben 2 Schmelzen. Gehen ja gleich rein. Das erste Teil. Aber man, die muss ich, glaube ich, nochmal. Die hat er jetzt. Da war ich wieder ein bisschen zu fix. Ich muss schon warten. Das ist aber ganz nett, bis er die richtig aufgebaut hat. So. Hier hoch. Klack. Klack. Dann brauche ich... Nein, nicht aus das. Dann brauchen wir was zum Hochklettern. Ah, du bist zu hoch, Kumpel. So, dann haben wir nämlich unten unsere ganze Zulieferungs- und Abholgeschichte. Das ist dann hier der erste Stock tatsächlich. Wo dann... Wo wir auch, denke ich, sogar schon den ersten Stock hier, wo wir dann nachher schmelzen und so reinstellen können. Also ihr seht ja ungefähr, wie ich das jetzt angefangen habe. Ne? Ich ziehe hier, dass wir hier unsere... Zulieferer und Auslieferer und hast du nicht gesehen, Gedöns haben. Und ich würde sagen, ich mache den ersten Stock jetzt soweit fertig und hole euch dann gleich wieder rein, wenn wir dabei sind, den zweiten Stock einzurichten mit den Schmelzen. Ne? Nicht, dass ich wieder nur... Ich weiß, es ist ein bisschen mit viel mit Schnittgedöns und Blenden, aber ansonsten kriegt ihr nichts mit. Immer nur das Endprodukt. Also von daher machen wir es so. Gut, also bis gleich. So, Leute. Der erste Stock steht soweit. Wir haben unsere Anlieferung, wir haben unsere Ablieferungsgeschichte soweit hier fertig. Also was heißt soweit fertig, ne? Das heißt, ich brauche jetzt erst einmal noch einen Turm.
wo ist meine... Da ist die Leiter, ne? So, mit H sichern. Die haben sich hier bei dem Menü echt schon was einfallen lassen. So, okay. So, dann schauen wir mal, wo würden wir denn jetzt reingehen? Wir kommen ja mit unserem Kupfer hier an. Wir kommen, ja, das war ja schon nicht so schlecht. Wir gehen hier einmal auf unseren Turm. Die Türme, das sind echt, also die habe ich echt unterschätzt, Leute. So, unsere Schmelze ist da. So, aber das ist eigentlich egal, wo die steht. Wir können ja jederzeit ein kleines Fließband und so habe ich ja kein Problem, das irgendwo hinzulegen. Was heißt Schmelze? MK1. So, das heißt, wir kommen mit 60 rein. Dann würde ich sagen, wir gehen... ich würde mal sagen, hier rein. Mach mal nicht zu eng. Dann nehme ich hier den 1er. Der geht dann hier durch. So, dann würde ich... Lasst mich kurz überlegen. Wie, Moment, wie war das jetzt? Wir haben... Ich muss selber... Wir haben ja einmal einen Dreier für... Wir haben zwei Schmelzen. Die eine Schmelze ist für... Genau, die eine Schmelze ist für die Kabel, die andere Schmelze ist für die... Für den Draht. Andersrum. Draht und Kabel, genau. So, das heißt zwei Schmelzen. Das heißt, wir brauchen Schmelzis. Dann würde ich mal sagen, wir hauen dich raus. Wir hauen dich raus. So. Brauche ich eine Wand hier. Eine Wand da. Das ist nämlich sonst zu eng. Dann brauche ich Schmelzen. So. Eine hier. Eine da. Stellen wir dann gleich mal ein. Auf Kupfer. Dann würde hier Kupferbahn bieten. 30. So. Dann machen wir ganz nüchtern den ersten Constructor. Den können wir ganz knapp hier ransetzen. MK1 Band rein. So. Das ist mir schon fast zu eng hier. Also, das habe ich schon sehr eng gewählt. Weil ich komme sonst nicht durch. So, den drehen wir. Da haben wir ja Möglichkeiten. Ja, das ist, da habe ich, da hätte ich den vielleicht, aber hier sind wir ja doch ein bisschen mit dem, nein, mit dem Platz etwas limitiert. Mir geht das um das Band. Ich könnte das so durch, aber ich habe ja gesagt, ich will das immer so bauen, dass ich dementsprechend überall durchlaufen kann. Und das würde jetzt hier in dem Falle noch nicht so passen. Nee, 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 das wäre zu knapp geworden. Ich mache das so, ist ja egal. Ich lasse. Nein, das gefällt mir auch nicht. R, ne? Ja. Gerader Baumodus. So. Dann wäre das... So, 30 Draht der Minute. Dann gehe ich jetzt hier einfach mit einem Fahrstuhl ran. Zack. Der kann auch auf Minimumhöhe bleiben. Ups, zack, zack. Dann nehmen wir... Tata... Levant. Ein einfaches MK1-Band. Das reicht hier auch. Das ist jetzt ein bisschen... Ist das, sieht das hübscher aus, wenn ich so mache? Und wenn es jetzt mal ein bisschen schräger ist, ist mir das auch egal. So. Und dann geht das von hier mit dem Fahrstuhl runter. Und das ist die erste Produktionslinie. Und das Ding bauen wir jetzt hier auch nochmal auf. Wo stehst du? Du stehst da. Zack. So rum. Hier hin. Lass mich kurz überlegen. Da muss dann jetzt ein Constructor jetzt hin. Der macht Draht. Dann brauchen wir einen zweiten Constructor.
mache ich anders. Den drehe ich tatsächlich so. Ich lasse den so. Wo spielt das eine Rolle? Wir können es ja einfach mal hinsetzen, ne? Ungefähr gleich aus. Ja, muss ja. So, Constructor 2. Das wird dann... Muss ich mir angucken. Das funktioniert sehr gut. So, der Herr macht Kupferdraht. Der macht Kabel. Tja, Leute. Und das wäre dann unsere Produktionslinie. Das wäre dann im Großen und Ganzen unsere Produktionslinie. Und so, wie gesagt, noch alle Wände zu. Eigentlich sollen die auch wieder zugehen. Ah, jetzt. So, der würde dann nach unten durchgeführt werden. Auch wieder mit dem Fahrstuhl. Das gleiche dann da hinten. Hier natürlich nochmal den Viererstock hoch. Und dann haben wir auch diese Geschichte auch erst einmal so abgefrischt. Ich weiß auch, hier gibt es auch noch Kupferspulen. Nein, Kupferblech meine ich, ne? Oder sowas. Ja. Und ich würde aber sagen, dass wir das dann hier in der nächsten Folge fertig machen, ne? Ah, also sehen wir uns morgen wieder hier, machen das fertig. Das machen wir gemeinschaftlich fertig. Ja, ihr seht, ich habe hier übrigens schon mal zwei Miner hingestellt. Da haben wir ja zwei unreine Eisennot. Und die würde ich gerne hier erstmal eine Stahlbahnlage aufbauen. Ganz stumpf erstmal, dass die ganz stumpf erstmal Stahlbahn produzieren. Erstmal rein. Kann ja auch nicht so verkehrt sein. Ja, aber so haben wir das dann dicht und dann sieht das nachher so aus. Man kann schön unten durchfahren. Den ganzen Kram, wie gesagt, würde ich dann mit einem anderen Auto machen. Vielleicht können wir schon nächste Folge das Ding hochziehen. Dann haben wir unsere Kohle, dann haben wir unsere Autos. Das wird interessant. Darum bereite ich, wie gesagt, hier schon soweit alles vor. Das wird auch noch anders gemacht und so weiter. Also ist noch viel zu tun. Gut, Leute, dann würde ich sagen, nächste Woche machen wir das hier hübsch. Nein, nicht nächste Woche, morgen. Morgen. So, also schönen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, euer Maruk. Ciao. Ja, machen wir fertig.